So, ja moin Leute, hier ist wieder Seta, aka Devilmaus von youngfamily.de und ich heiße herzlich willkommen zu einem weiteren Teil King of the Hill 1944. So, Moment, muss ich erstmal kurz gucken, ich habe hier nämlich eine neue Musik-Playlist, da ist so ein bisschen Metal und sowas mit drin. Guck mal, ob man das so, ich muss das noch vom Pegel her anpassen tatsächlich, aber ich denke mal, so sollte es relativ leise im Hintergrund jetzt laufen. Erstmal natürlich Hallo an euch, natürlich lieber Crazy, ein freundliches Hallo. Ich hoffe, dir geht's gut. So, Overlay, zack. Solltet ihr nämlich gleich auch was sehen. Dann werde ich mich erstmal muten, erstmal den anderen Leuten im Teamspeak natürlich Hallo sagen. Naja, man sieht schon was, alles klar. Jawohl. Genau, Prime und Lukas versuchen gerade draufzukommen, wie ich gerade sehe. So, warte mal, ich muss mal kurz nochmal kurz was gucken. Sekunde. So, wie geht's mir? Mir geht's gut, mein Guter. Ich hoffe, dir auch. Das hoffe ich zumindest. Ne? So, bildmäßig sieht jetzt alles gut aus und ich glaube, mal kurz leise. Ich glaube, soundmäßig sollte jetzt auch passen. Wir wollen mal so ein bisschen Musik im Hintergrund halt haben, tatsächlich. Und das ist halt auch eine Royalty-Free-Playlist tatsächlich wieder. Mal schauen, ob YouTube da irgendwelche Macken später macht. Also ich mach die Musik-Playlist jetzt mal das erste Mal rein als Test. Und ja, wir schauen mal tatsächlich. Aber sonst geht's mir gut, ich hoffe dir auch, wie gesagt. Und ich sag erstmal Hallo im Teamspeak und dann werden wir mal schauen. So, dann bin ich auch bei den anderen Teamspeak. Erstmal natürlich Hallo an den lieben Adrian. Hallo. Und natürlich Patrick, okay, das ist kurz AFK. Prime ist am Start. Der redet ja nicht gerade. Und Lukas auch am Start, hallo. Na. So, was mache ich als erstes? Ich weiß gar nicht. Gehe ich eine Runde snipen? Gute Frage. Nee, ich glaube, ich nehme mir mal die Dings mit. Prime, schrei mich nicht an. Du weißt ja, sonst werde ich, ne, ich bin sensibel. So, und da wird auch schon dem Raub beigetreten. Ah, ja, starten schon wieder Raubzüge hier, die Schlawiner. Was nehme ich mit? Für 500. Was kostet denn eigentlich die normale, warte mal, Ammo, Fatigue. Ich will mal kurz gucken, was die normale MP44 kostet. Die kostet 400. Welches Team? Blau. Ich glaube, ich nehme die MP44 mit, ich bin mir aber nicht sicher. Aber dann kann ich kein Fatigue mitnehmen. Verdammt, ich brauche unbedingt das dritte Perk. Goddammit. So, dann schauen wir mal. Ah, die kostet 600. Nee. Die andere, die MG34 habe ich auch noch nicht ausprobiert, aber ich probiere erst mit der MG42 für 500. Ach komm, man lebt nur einmal. Endlich habe ich ja meine Lieblingswaffe, tatsächlich. Die habe ich früher hier ziemlich gerne genommen. So, warte mal, Outfit, habe ich da irgendwas Neues irgendwie freigespielt? Ich habe mich jetzt mal als Sniper verkleidet. Trooper, der irgendwas hat der für Panzerungswerte? 5633, na gut, das ist egal. Okay, dann kann ich auch den behalten. Gut. Gut. Ja, schauen wir mal, ob sich hier irgendjemand was kauft. Sieht gut aus. Fahren wir nämlich da mal mit. Und hoffentlich kommen wir in die City rein. Ja, wenn ihr drauf seid, sagt ruhig Bescheid, ne? Dann lade ich euch halt ein. Wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Mal probiert. Bei mir ging es eigentlich gerade recht schnell, muss ich sagen, bis ich raufgekommen bin. Komme ich in den Wald. Achso, bist schon da? Ich sitze bei dem Fahrzeug. Achso, macht Sinn, ne? Und die XP-Codes, wenn ihr noch nicht eingegeben habt, hier kannst du auch die gleichen wieder, also V10, V11, V12 kannst du auch nutzen, ne? So, meine läuft jetzt nämlich noch eine Stunde circa. Prime Invite, so. Welche Map haben wir denn überhaupt? Ihr habt verschiedene Maps? Grisibo, ja. Ach, da gibt's nur eine. Nee. Es gibt schon mehrere, glücklicherweise.
Dann bin ich mal gespannt, ob wir in die Zone reinkommen. Momentan sieht es ja wieder so aus, als wenn Rot gerade hier etwas führt. Moment. Muss mal kurz mal meine Musik noch mal ein bisschen. Moment, so ein bisschen. So, glaube ich. Sollte das jetzt passen. Wie gesagt, mit der Feineinstellung sowas muss ich im nächsten Stream, muss ich mir mal selber kurz den Stream angucken. Ob man die Musik überhaupt ein bisschen im Hintergrund hört. Keine Ahnung, was er jetzt gesagt hat. Ich habe mein Dings leider aus. Ja, und ich hoffe, morgen ist es soweit und morgen kann ich hoffentlich das andere Game streamen, was ich streamen möchte. Ich hoffe, die hauen morgen da die Keys raus, beziehungsweise ich hoffe, ich kriege morgen da die E-Mail. Und dann spielen wir morgen mal vielleicht was ganz Neues. Generation Zero heißt das. Ist der jetzt rausgesprungen? Nö. Achso, das sieht immer aus, als wenn die rausfallen, wenn die Position wechseln. So, wirklich sehen tue ich noch nichts. So, die Roten sind natürlich jetzt hier hart am Farmen, glaube ich. Ja, wir kommen von da rein, alles klar. Na, schauen wir mal. Natürlich auch, ich muss mir erstmal an die Optik ein bisschen gewöhnen, tatsächlich bei 44. Damit ich die Leute auch sehe. So, aber ich werde hier nicht ewig in dem MG drin bleiben, tatsächlich. Hier sehe ich jetzt oder so gerade nicht so, wie er gerade fährt. Ah, ja. Okay, dann werde ich einmal aussteigen. Boah. Mitten hier in den Büschen, Alter. Wo man gar nichts sieht. Holy shit. Und das Game heißt Generation Zero halt. Das ist halt so ein Koop, ja, ich weiß nicht, Survival, ob man Survival nennen kann. Aber auf jeden Fall ein Koop-Spiel, ein PvE-Spiel. So, wir sind schon mal zumindest in die Zone reingekommen. Primechen hat Level 2, vorne liegen ein paar Verletzte. Ist da was? War da einer Prime? Oh ja, da hinten, ne? Verteidigen wir hier mal kurz. Gucken, dass die Schlawiner wurden. Ist er schon tot? Nee, ne? Kann auch sein, dass er den niedergemacht hat. Der da hinten. Na, schauen wir mal. Flammenwerfer, okay. Ja, ja, gibt's auch tatsächlich. Ich habe den auch noch nie in Aktion, ehrlich gesagt, gesehen, aber wahrscheinlich ist er so scheiße, bis ihn keiner nimmt. Wo ist denn der Prime? Prime steht unter Beschuss, was? Ist der da immer noch in den Büschen oder wo? Das kannst du schon einmal ändern. Ja, klar. Grubse. Hinter uns ist auch was. Lukas in weit. So, sollte raus sein. Okay. Ja, irgendwo da rechts vorne muss irgendwo was sein. Also auf, keine Ahnung, 160 oder so. Schauen wir mal. Hier so überall abgeht.
Ich bin der Lukas 2, nicht der Lukas 1, wenn du eingeladen hast. Verdammt. Ja, ich guck gleich sofort. Player-Menü, Grupse. Kanzeln weit. Das macht ja auch Sinn eigentlich. Warte mal, wo bist du? Maler Lukas? Bin ich jetzt blind? Oh Gott, wir haben schon beschossen! Nee, war. Lukas, fuck. Ich guck gleich mal. Warte mal, ich muss kurz Action, Jackson, Entschuldigung. Oh, fuck, Granate. Ganz geil. Wi-Fi heiß. Goddammit, jetzt habe ich nicht darauf geachtet. So, und Dante, wieso 1944? Na, weil mir jetzt momentan das Normale keinen Spaß macht, ehrlich gesagt. Weil die Jets, wie gesagt, viel zu OP sind. Ne? Ich meine, ich kann zwar auch gut fliegen oder sowas halt, aber ich habe da ehrlich gesagt keine Lust drauf, die ganze Zeit nur mit einem Jet rumzufliegen und dann halt nur das auszunutzen halt. Und deswegen halt bei 44 oder sowas halt, ne, mochte ich ja schon damals gerne. Oh shit. Wo bist denn du? Ich sehe dich hier gar nicht. Ja, das war doch der richtige, glaube ich. Ach so. Ich dachte, wir haben den einsamen Team, aber Antenne ist ja, nicht. Ja. Chats sind nicht OP. Natürlich sind die OP. Dante, was meinst du, warum die alle spielen? Was meinst du, warum die ganzen guten Spieler keine Panzer fahren? So, Primechen, wo bist denn du? Bist du am Spawn hier? Lass mal hier mit dem mitfahren. Aber ich werde natürlich auch normal, das normale wieder auch mal spielen, natürlich. Aber wie gesagt, momentan zur Zeit mit den Einzelflares und den ganzen Kram halt, da brauchst du ja nicht irgendwelche Leute abschießen oder was halt mit Anti-Airs. Und ansonsten Wasteland, sowas hat ja auch eigentlich Spaß gemacht tatsächlich. Und vielleicht werden wir auch mal Medun gefallen tun und auch mal bei Exile mit reinschauen. Beziehungsweise jemand, den ich kenne, der setzt jetzt gerade auch einen eigenen Exile-Server auf. Vielleicht werde ich mal von dem mal schauen. Da werde ich bestimmt eingeladen. Und da können wir dann halt zocken. Schauen wir mal. So, Patrick, die alte Zicke. Oh Gott. Ich glaube, wir wurden schon beschossen. So, ich versuche das immer gerade noch mit der Musik so ein bisschen. Moment. Also wenn die Musik gleich ein bisschen zu laut sein sollte oder so zwischendurch mal, wie gesagt, heute ist der erste Stream, da versuche ich noch rauszufinden tatsächlich, welche Einstellung ich da am besten nehme. So, und ich dachte mir so ein bisschen Metal oder sowas passt zu 44 eigentlich auch ganz gut. Na gut, eigentlich von der Zeit her nicht wirklich, aber so von Action-Fight-Musik und so, das ist schon ganz gut eigentlich immer. Invite. Jo. Player-Menü. So, gibt's auch mehrere Patricks? Hoffe ich nicht. Nee, du hast ja zum Glück Patrick Schmidt. Oder ansonsten, lieber Crazy, du kannst mir ja mal sagen, ob die Stimmen, die Sounds und die Musik einigermaßen passend sind. Also versteht man mich noch gut? Hört man die Sounds in-game gut? Und hört man die Musik so ein bisschen? So kannst du mir, wäre mal ganz cool, wenn du schreibst. Oh Gott, aussteigen! Der ist nämlich tot. Der Fahrer gerade. Holy shit. Ich weiß gerade nicht, von wo er schießt. Ich weiß. Sitzt du in dem LKW? Nee, ich bin in links gegangen, weil ich mitgeflogen. Wir versuchen ihn mal gleich zu reviven. Wenn der da liegen bleibt. Beziehungsweise Prime, du kannst ihn mal versuchen zu reviven. Ich gebe dir mal ein bisschen Rückendeckung. Ich glaube, ich waren aber von uns hinter uns die Schüsse irgendwo. Also so auf 230 oder so. Ich guck mal. Schauen wir mal. Oh, Nates. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau von wo er geschossen hat. Jetzt hat er abgebrochen, ey. Wer?
Der Typ, der hier ein Flugzeug gekauft hat, jetzt abgebrochen. Ja, manche warten immer noch bis halt. Oh Gott. Fuck. Der war hier irgendwo in der Nähe. Alle drei. God damn it. God damn it. Oh, die Roten werden jetzt hier auch gerade wieder hart unterdrückt, Alter. Das sind wieder, glaube ich, die ganzen High Tiers. Im anderen. Boah, das ist jetzt wieder ein bisschen zu laut, Moment. Oh Mann. Ein Bergenrucksack, wer zieht sich denn den an? Also ich glaube, einen Bergenrucksack kannst du dir gut anziehen, wenn du weißt, dass du irgendwo snipen gehen willst. Na, gibt's den Bergenrucksack? Ich hoffe, ihr salutiert alle, ne? Guck mal, ob er sich einer kauft. Der links, der Typ rennt mit dem Bergenrucksack rum. Level 70. Echt? Ja. Hier stehen noch so viele Sachen um Spawn rum. Holy shit. Sind die, ist davon noch vielleicht irgendwas offen oder so? Oh, jetzt fliegen wir mal mit. Oh, bewaffnet? Nee. Oh Gott. Oh Gott. Was macht er? Der weiß, dass das kein Viper oder so ist. Nee, am Anfang ist manchmal so ein Spawnbug halt, dass du so mit null Geschwindigkeit spawnst und dann natürlich erstmal das Flugzeug. Ja, oder dass du noch im Ladescreen bist, während du schon nach unten ziehst. Ja. Level ist der 16. Ja, schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall, also bei 44 ist ja auch ganz gut, das ist auch nicht ganz so schnell. Hier kann man noch ein bisschen mehr campen tatsächlich. Und wir müssen mal gucken. Ich habe das Gefühl, die Game-Sounds sind ein bisschen zu laut. Also jedenfalls im Flugzeug. Oder Flugzeug ist immer zu laut. Ja, F1 kann ich jetzt aber gerade nicht drücken, weil ich dann die Szene wechsle. Verdammt, ich muss ich unbedingt mal das umstellen. Tatsächlich. Was habe ich denn die K? Nein. Nicht auf F1. Was, die K? Ja, ich habe mir keine Waffe geholt. Naja gut, die ist halt auch One-Shot, ne? Ja. Und hier Double XP-Zeit ist gleich. Aber wenn natürlich im Nahkampf halt gegen MG42 antrittst oder so. Also die Sounds und deine Stimme sind gut, geregelt, man hört nur keine Musik echt. Okay. Dann guck ich nochmal. Jetzt kommt sonst Flugzeug gegen uns. Mach mal ein bisschen lauter die Musik. Man soll sie auch nur ganz leicht im Hintergrund hören. Also die Musik ist ja nicht Hauptsache des Streams halt. So, macht euch bereit, ne? Einfach so in die Zone oder Priority sein? Nö, einfach erstmal so in die Zone irgendwo ein Haus oder so in Sicherheit oder so. Dann würde ich sagen 3, 2, 1 und raus. Also doch in die Ding so. Alter, wie hoch? Naja, du bist ordentlich hoch, ne? Halt schon, ey. Ich versuche jetzt, oh Gott, nee, Priority Zone will ich jetzt nicht unbedingt hinfliegen. Ich will mal hier in irgendein Haus in der Nähe. Oh Gott, da fährt auch ein Fahrzeug gerade an mir vorbei. Oh Gott, und ich werde schon wieder hart beschossen. Oh Gott. Nein, Baum, aua, 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 aua. Ich bin gelandet. Oh, erstmal ins Haus, Alter, irgendwo. Oder irgendwo hinlegen, Alter, in den Busch oder so. Holy shit. Ein paar waren auf jeden Fall hinter uns, ne, Prime. Also Gegnerwasche. Oh, weit! Ah, ne, du bist ja hier, Patrick. Hier fährt auch ein Guss. Gegner? Ja. Du hast mich gekillt. Echt? Ernsthaft? Oh, dann bist du mir genau einen Schuss gerannt. Warte, ich greife dich dann erstmal. Wenn der Busch mich hier lassen würde. Leckt der Server oder ist mein Internet am Abspacken? Nee, manchmal ist es, glaube ich, ein bisschen Desync-y. Ist mir genau vor die Flinte gerannt dann. Holy shit. Und Bunker! Was? Ey, Devil Mouse, du stinkst? Was? Das sagen immer diejenigen, die am meisten riechen, ne? Ich hoffe, dir geht's gut, Mann. Hallo? Respawn oder warten? Ja, ich weiß nicht, ob der aus der Priority Zone rauskommt. Der ist gar nicht drin, ne? Naja, oder ob der uns bemerkt, sozusagen. Normalerweise reviven die eigentlich immer ziemlich gut. So, alles gut und. Alles gut hier? Ja, natürlich. Also für Mitte Oktober zum Beispiel in Hamburg ist auch schönes Wetter, Mann. Daher, ich mag ja gutes Wetter. Ich bin ja, bei mir auch. Bin ja eher nicht so der Wintertyp, deswegen daher alles gut. Das nervt nur, dass man sich morgens immer warm anzieht und dann mittags sich immer hinabschwitzt. Alter, ja, was meinst du, wie schlimm das ist, Alter, wenn ich um... Also ich bin ja meistens um 4 Uhr morgens auf Arbeit, weißt du, dann muss ich ja noch fette Jacke und sowas halt alles mitschleppen. Und dann, wenn ich um, keine Ahnung, 12 oder 1 oder sowas Feierabend mache oder so, wenn ich Glück habe. Ne, dann ist es ja schon richtig warm, weißt du? Da muss ich meinen ganzen Scheiß mitschleppen. Und kriegt er das hin? Ich glaube, der checkt.
Ich hab den auf jeden Fall. Boah, ich hab, muss ich mir aber dran gewöhnen. Die MG42, die zieht jetzt ganz schön hoch, Alter. Das haben die auch geändert, das mit dem Recoil. Okay, lass uns respawnen, der kommt nicht her. Der campt dann so raus. Ich kann theoretisch mal ein bisschen mehr PvP-Einstellungen reinmachen. Ja, gut, die Sichtweite kann. Also die Frames sind allgemein ein bisschen schlechter halt, ne? Ist mir aufgefallen. Alles klar halt. So. Komm, Schatten mal ausnahmsweise deaktivieren. Was fahren wir? Weiß ich nicht, mir ist egal. Der Zoom ist viel geringer. Echt, ne? Bei der MG habe ich zum Beispiel einen ganz guten ordentlichen Zoom, muss ich sagen. Ja, halt mit Plus und Minus. Aber du kannst dir auch, müsstest dir eigentlich auch schon das Sniper-Kit oder sowas halt oder eine MP nehmen können oder so, oder? Ja, stimmt, die könnte ich holen. Ne. Hallo, krieg ich bitte Hitbox, danke. So, bist eben auf K-Crazy, bis gleich, Mann. Fliegen wir schon mit, oder was? Scopes geht's leider nicht, ja, könnt's probieren. Hey, ach so, na, no, oh, ich wow. Oh, wieder 8 Kilometer. Ja, ist immer so.